Das Lean Management hat auf der einen Seite schon eine lange Historie, seit den 70ern und auch schon früher. Und im Lean Management fehlt uns vor allen Dingen die Ganzheitlichkeit. Das ist eines der großen Themen. Wir hören immer wieder Kaizen, wir hören immer wieder KVP, kontinuierliche Verbesserungsprozesse im Prozess. Aber der große Sprung, die Ganzheitlichkeit, die fehlt oft den Unternehmen. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir die klassischen 7 Verschwendungsarten, die ja in vielen Unternehmen mittlerweile schon erweitert wurden, zur 8., zur 9., zur 10., zum Beispiel die Kreativität der Mitarbeiter, das Thema Kommunikation und so weiter, ist erweitert worden. Wir sehen ein ganz großes Thema und das ist das Thema Energieeffizienz. Und darin sehen wir auch die Zukunft oder eine der großen Punkte in der Zukunft. Und dieses Thema wollen wir mit aufnehmen, dieses Thema nehmen wir gerade in unser Produktportfolio mit auf. Ja, zum Thema Energieeffizienz muss man eigentlich Folgendes sagen. Viele Unternehmen beschäftigen sich damit eigentlich mehr aus Imagegründen. Das heißt also, das Logo wird etwas grüner. Das kennen wir von dem einen oder anderen bekannten Unternehmen. Man geht vielleicht aus der Formel 1 raus. Das sind mal die einen Themen, also aus Imagegründen. Und ganz wichtig oder viel wichtiger sehen wir eigentlich die Möglichkeit, eben hier auch große Einsparpotenziale zu heben. Das heißt also, hier gibt es eigentlich diese 3 Cs, so benennen wir das. Das ist einmal das Thema Cost, also Kosten, Consumption, Verbrauch und das Thema Climate, das heißt also Klima und Nachhaltigkeit. Und anhand dieser 3 Punkte sollte man Unternehmen analysieren und hier eine zukunftsfähige Energiestrategie aufbauen. Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, also am Anfang steht vor allen Dingen eben eine Potenzialanalyse dieser 3 Cs und danach geht es darum, wirklich hier eine Energiestrategie individuell für das Unternehmen aufzubauen. Inklusive zum Beispiel ISO 50.000, macht sowas Sinn, macht sowas nicht Sinn. Das heißt also, man kann nicht generell sagen, wie so etwas implementiert wird, sondern das ist strategieabhängig und nutzenabhängig für das Unternehmen. Und sowas bauen wir innerhalb einer Analyse auf und machen dann eine Roadmap mit dem Kunden gemeinsam, die dann abgearbeitet wird.